Komm bald wieder, die Gitarre und das Meer. Das waren Evergreens des Heim- und Fernsehens. Fernwehs. Hm. Und zuletzt habe ich den Finkwarder Speldel gehört. Mit Hein spielt abends so schön auf dem Schifferklavier. Finkwarder, das ist eine Insel in der Elf. Ne? Da hat man den größten Schiff überflott geben. Und so berühmte Dichter als Rudolf Kienau und sein Bruder, der sich den Gor Fock nennt hat und der das Buch schrieb, Seefahrt ist Not. Gor Fock heißt auch die Dreimaßbark der Bundesmarine, auf der unsere Kadetten durch die Weltmeere kreuzen und Seemannschaft und Navigation verklärt bekommen. Beim Navigieren, nicht, da musst du auch deinen Standort finden nach Länge, Breite, Minuten und Sekunden. Das sind diese Linien, die man hier auf dem Globus gemalt hat. Und zum Standort bestimmen, da nimmt man dieses Gerät, den Sextanten. Oh. Damit kannst du die Sterne oder auch die Sonne schießen. Ob Captain James auch sechs Tanten benutzt, wenn er durch die Biscaya segelt? Ich glaube, er hält das mehr mit der Brötchennavigation. Ne? Unbekannten Hafen anlaufen, festmachen, an Land gehen, nächsten Bäcker heimsuchen, Brötchen kaufen. Auf der Tüte steht die Adresse des Bäckers, Standort ins Logbuch eintragen. Ist doch ganz klar, Bremen. Ah nee, Biscaya! Thank you.
Themen, lasst es träumen. Denkt nicht an zu Haus. Seemann, Wind und Wellen rufen dich hinaus. Deine Heimat ist das Meer. Denke nicht an mich. Seemann, denn die Fremde wartet schon auf dich. Bist du treu?